Hilfe! Ich habe meine Rentenerhöhung zum 1.7.2023 nicht erhalten. Was kann ich tun? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe am 25.09.2023 eine interessante Anfrage reinbekommen. Hallo Herr Knöppel, ich verfolge seit Anfang des Jahres mit großem Interesse Ihre Videos. In einem Ihrer Videos Mitte des Jahres haben Sie erklärt, dass es eine Rentenerhöhung für alle Rentner und kommende Rentner geben soll. Der Kunde hat dann oder der Anfragende hat im Mai 2023 seinen Rentenbescheid erhalten und zwar mit Beginn der zum 1. August 2023 für eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente mit 45 Jahren Wartezeit ohne Abschlag. Diese Rente wird ihm auch ausgezahlt. Also ich lese das gerade mal so ein bisschen vor. Aber eine Rentenerhöhung oder Information dazu habe ich nie erhalten. Muss ich selbst tätig werden? Ich würde mich über eine Rückantwort oder einen Anruf freuen. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Also meine Damen und Herren, anrufen werde ich nicht. Die Zeit habe ich leider nicht. Aber sehr lieber Herr Anfragender, wenn Sie meine Mail, wenn Sie mein Video lesen, dann schauen Sie bitte einfach mal, wenn Sie mein Video nicht lesen, sondern hören und sehen, dann schauen Sie doch bitte einfach mal in die Anlageberechnung der Rente. Ich zeige Ihnen das mal. Hier haben wir das mal an einem Beispielsfall dargestellt. In die Anlageberechnung der Rente in Ihrem Rentenbescheid rein. Ihr Rentenbescheid besteht in den ersten Seiten aus der Erklärung, was für eine monatliche Altersrente Sie bekommen, wie hoch die ist, welche Rente Sie welche beantragte Rente Sie auch tatsächlich bekommen, Ihr Name, der Adressaussteller und so weiter und so fort. Dann auch die Bruttorente, dann die Abzüge, Krankenversicherung und Pflege und so weiter. Und die monatliche Bruttorente, meine Damen und Herren, wird ja irgendwie berechnet. Und dazu haben wir die Rentenformel. Und die Rentenformel ist in der Anlage zum Rentenbescheid Berechnung der Rente meist auf der Seite 1 abgebildet. Und da steht dann, hier unten haben wir es, der Monatsbetrag der Rente ergibt sich, wenn die persönlichen Entgeltpunkte, der Rentenartfaktor und der aktuelle Rentenwert miteinander vervielfältigt werden. Und dann unten drunter stehen hier die Entgeltpunkte, die persönlichen Entgeltpunkte. Jetzt in dem Beispiel würde man sagen, ohne Abschlag, ja. So, dann der Rentenartfaktor 1,0. Und der monatliche Rentenwert 37,60 Euro. Und diese 37,60 Euro, lieber Anfragender, wenn Sie das auf der Seite 1 der Anlageberechnung Ihrer Rente finden, dann können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen, eine Tasse Kaffee trinken oder ein Gläschen Wasser und dann wissen Sie, aha, der Knöppel hat mir gesagt, 37,60, das ist genau der aktuelle Rentenwert, der ab dem Juli 2023 gilt. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass Ihr Rentenbescheid genau diesen Wert auch ausweist. Wenn die 37,60 Euro drinstehen, ist das der Rentenwert, der ab 1. Juli für Ost und West gleichsam gilt. Das heißt also, man musste Sie hier nicht informieren über die Rentenerhöhung, sondern im Rentenbescheid ist die Rentenerhöhung für Sie schon verarbeitet. Sollte der Wert 37,60 Euro nicht drinstehen, sondern irgendwelche andere Werte, die unten drunter liegen, bei einem Beginn der Rente ab dem 1.8.2023, dann würde ich an Ihrer Stelle Alarm schlagen, würde sagen, Leute, ihr habt euch hier verrechnet oder vertan, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die Deutsche Rentenversicherung hat schon im Mai 2023, da haben wir ja schon die ersten Rentenbescheide bekommen mit den neuen Rentenwerten, diese auch schon so ausgegeben. Für die Neurentner hat man das definitiv dann schon ab dem für den Rentenbeginn ab dem 1.7., wenn die Bescheide schon im Mai, im Juni kamen, dann auch getan. Also Sie gucken bitte in die Berechnung der Rente als Anlage zum Rentenbescheid, so heißt das Ding mit der Überschrift auf der Seite 1. Wenn dort der Rentenwert 37,60 steht, können Sie sich entspannt zurücklehnen und die ganze Sache einfach nur abhaken und Ihren Ruhestand entsprechend genießen. Näheres zu diesem Thema und auch zu anderen Rententhemen finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder Sie schauen einfach mal in verschiedenen Videos auf unserem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de nach. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.